Ja, dann herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Treffen nach der Auftakt-Session am Montag. Wir wollen euch heute am Mittwoch ein wenig darstellen, wie man denn kommuniziert in so einem MOOC. Wir haben in der Corporate Learning Community ja schon zwei solche MOOCs hinter uns, haben damit ein bisschen Erfahrung und ich freue mich, dass der Simon dabei ist. Hallo. Simon, vielleicht können wir gleich zur nächsten Folie übergehen und dann stell du dich bitte ganz kurz vor. Mein Name ist Simon Dückert, komme auch aus der Corporate Learning Community. Ich denke, die meisten kennen mich. Moment, ist meine Webcam gar nicht eingeschaltet. Seht ihr mich? Doch, wir sehen dich. Doch, wir sehen. Okay. Ja, bin jetzt schon lang dabei, habe Corporate Learning Camp immer mitgemacht und auch den ersten MOOC schon. Das war ja der Corporate Learning 2.0 MOOC. War ja quasi auf dem Blueprint des Management 2.0 MOOC 2015, dann 2017 im MOOC-Athon. Auch da werden einige dabei gewesen sein. Und jetzt eben auch im Orga-Team vom MOOC-Camp aktiv. Genau. Und fast ist es schon eine Tradition. Karl-Heinz und ich haben letztes Mal 2017 auch die Session gemacht. Sag mal nachher noch was dazu. Twitter als Learning-Tool und haben gedacht, mittlerweile, 3 Jahre später, hat sich das sicher ein bisschen verschoben. Also viele nutzen jetzt eben auch LinkedIn als Werkzeug und deswegen haben wir das jetzt mal erweitert und gesagt, Twitter und LinkedIn und Co. als Lernwerkzeuge im MOOC. Ja. Ja, an der Stelle vielleicht eine kleine Ergänzung noch. Der Simon und der Jochen, Simon Dückert und Jochen Robers, sind die beiden, die jetzt diesen MOOC Camp 2020 so richtig vorbereitet haben. Und wir sind ein Teil des Kernteams und wir sind 7 Personen in dem Kernteam der Corporate Learning Community. Und wir schauen immer so, was könnte man sich so vornehmen für die Community und schaffen einen Rahmen dafür, dass ihr euch austauschen könnt. Das ist auch unser Anfangsthema heute. Wir wollen mit euch einen konnektivistischen MOOC machen. Ja, vielleicht zum Lernen in der Corporate Learning Community. So, unsere große Richtung heißt ja, wir wollen Lernen in Organisationen verändern, viel mehr in Richtung selbstgesteuertes Lernen. Also dieses viele Vermitteln, was immer noch so hauptsächlich üblich ist, mehr zurückzufahren und dafür die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Lernen viel mehr selbstgesteuert stattfinden kann. Und das bedeutet, dass wir als Learning Professionals das so als erstes Mal selber erlebt haben müssen, selber ausprobiert haben müssen und damit selber ganz anders lernen, als wir es bisher so gewohnt sind. Und die Corporate Learning Community, die soll eigentlich so die Bedingungen dafür schaffen, dass man solche Erlebnisse machen kann, mitnehmen kann. Und damit sind wir dann so damit hoffen wir dann, dass ganz viele diese Ideen, dieses etwas anders zu machen beim Lernen, dann in ihre Unternehmen tragen. Bisher hat das immer ganz gut funktioniert. Und auch dieser große Lernevent, MOOC Camp, wird so angelegt sein, dass es keine Lehrenden gibt, sondern dass wir sagen, wir haben in der gesamten Community so unglaublich viel Wissen, dass wir dieses Wissen und die Erfahrungen, die ihr alle mitbringt, wenn wir die so richtig austauschen, dann lernen wir ganz viel voneinander und miteinander. Und unser Muster, deshalb vielleicht die nächste Folie, Simon, unser Muster dafür ist der erste MOOC, den damals George Siemens und Stephen Downes veranstaltet haben. Und dazu muss man wissen, dieser erste MOOC, und MOOC heißt Massive Open Online Course, also Massive so im Sinne von große Teilnehmerzahl, Open, jeder kann teilnehmen, Online ist klar und Course heißt, hat einen Anfang und ein Ende. Und die Idee dahinter war, einmal auszuprobieren, eine neue Lerntheorie, und zwar die Theorie des Konnektivismus, die George Siemens so entwickelt hat. Und wenn man das so in 2 Sätzen zusammenfasst, dann hat er gesagt, das Wissen ist nicht im Kopf, sondern Wissen ist immer in einem Netzwerk verteilt. Und Lernen ist die Fähigkeit, in diesem Netzwerk Verbindung zu knüpfen. Und um zu beweisen, dass das auch wirklich funktioniert, haben sie dann 2008, glaube ich, war das, den ersten, nee, 2011 eine erste Großveranstaltung gemacht, die sie MOOC genannt haben. Und die dauerte 12 Wochen. Und sie haben gesagt, wenn das Wissen doch im Netzwerk ist, brauchen wir es ja nicht einzukippen. Und sie haben damit gerechnet, dass jeder so seine Beiträge
den anderen zur Verfügung stellt, seine Quellen, wo er hat, mitteilt. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Es waren 2200 Teilnehmer dabei und sie haben es hinterher auch intensiv wissenschaftlich ausgewertet. Und damit haben sie bewiesen, dass man ganz viel lernen kann, ohne dass es jemanden gibt, der sich vorne hinstellt und sein Wissen vermittelt. Und das ist praktisch unser Beispiel, was wir jetzt auch übernehmen. Sie haben damals gesagt, montags werden wir immer einen Aspekt des großen Themas, deren Thema war natürlich Konnektivismus, montags einen Aspekt kurz anreißen. Also sie haben einen Experten gebeten, mal ein kurzes Video-Statement dazu abzugeben und immer mit einer Frage zu enden, die die Diskussion anregt. Und am Freitag haben sie dann alles zusammengefasst, was so an Diskussionen kam. Und das Besondere war, sie haben gesagt, ihr dürft das ganze Internet benutzen, aber bitte verwendet immer einen Hashtag, sodass wir immer sehen können, was ist wo diskutiert worden. Und dann konnten sie am Freitag immer sagen, also dort ist uns aufgefallen, gibt es eine Community, die sich hauptsächlich um diese Themen kümmert, dort ist eine Community, die sich darum kümmert. Und das wiederum war so ein Hinweis, jetzt konnte man sich mit diesen Communities gut verbinden, also lernen, wie Sie sagen, war ja die Fähigkeit, sich mit diesen Netzwerkknoten gut zu verbinden. So, und das haben wir dann schon zweimal so ähnlich gemacht und es hat unglaublich gut funktioniert. Wir haben es ein bisschen abgeändert, indem wir gesagt haben, jede Woche kommt ein anderes Unternehmen dran und bringt am Montag die eigene Sicht auf das große Thema und stellt am Ende die Frage, was haltet ihr davon? Und dann wird die ganze Woche über diskutiert und am Freitag gibt es dann wieder die Zusammenfassung, was ist jeweils bei rausgekommen. Und das Schöne ist, dabei lernen alle. Dabei lernen auch die Unternehmen, die die Woche gestaltet haben, denn sie kriegen in der Woche so viel Anregung, wie man alleine kaum hinkriegen kann. Und alle anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen, lernen ganz genauso. Also wir haben damals bei den ersten beiden ganz viel positive Rückmeldungen gekriegt, dass Leute gesagt haben, ich habe unglaublich viel gelernt. Ich hoffe, das geht euch diesmal genauso. Und das setzt aber voraus, dass wir uns im Internet in verschiedenen Kanälen gut bewegen. Genau. Vielleicht da haben wir, genau, da haben wir auch wieder eine Vielzahl von Kanälen. Ich hatte es am Montag in der Auftaktsession schon mal kurz angedeutet. Wir hatten von 2015 auf 2017 gewechselt. 2015 waren wir noch in einem Learning Management System. In Moodle hat das stattgefunden, der Kurs, auf der On-Campus-Plattform. Und wir haben dann 2017 gesagt, wir trauen uns ins offene Netz. Das heißt, die Inhalte waren da quasi nur noch, Anführungszeichen nur noch, als Seiten oder Blogs auf der colearn.de-Seite, so wie das jetzt ja auch der Fall ist. Und wir haben gesagt, das zentrale Medium, um sich auszutauschen, Ankündigungen zu machen, Fragen zu stellen, sind entweder die Kommentare an den Seiten, das sehen wir auch gleich noch, und eben Twitter, wo ja auch jetzt unter dem MOOCAMP20-Hashtag einige schon geschrieben haben, Mensch, mir war gar nicht bewusst, dass Twitter überhaupt ein Lerntool ist. Da ist immer ganz schön mal zu googeln nach dieser Top-Tools-for-Learning-Liste von der Jane Hart. Da war fast 10 Jahre Twitter als Learning Tool auf dem Platz 1. Mittlerweile ist es von YouTube verdrängt, ist nur noch auf dem Platz 4, aber immerhin noch weit vor allen Tools, die man so vielleicht mit Lernen allgemein in Verbindung bringen würde. Dementsprechend spielt Twitter auch jetzt im MOOCAMP eine wichtige Rolle. Es gibt dort das Hashtag MOOCAMP20. Wer noch keinen Twitter-Account hat, soll sich das gerne anlegen. Karl-Heinz zeigt nachher auch noch die Aufzeichnung der Session, die wir das letzte Mal hatten, wo man ein bisschen sehen kann, wie man damit umgeht. Kann man sich als Video noch anschauen. Und die Welt hat sich aber einen Tick weiter gedreht. Das heißt, wir haben weitere Plattformen. Zum einen mal ist ja LinkedIn immer wichtiger geworden. Das heißt, da wo Xing vielleicht noch vor 4, 5 Jahren so die Hauptplattform als soziales Netzwerk in Deutschland war und wir uns ja auch im Corporate Learning Camp mal dafür entschieden hatten, Xing als Hauptplattform zu verwenden. Das war mal so eine Session, ich weiß gar nicht mehr, Karl-Heinz, ob du weißt, welches Camp das war, 2016, 2017 oder so muss das gewesen sein. Denke ich, merkt man, dass da jetzt schon noch Dinge passieren, aber ganz, ganz viele Leute sind einfach mittlerweile auf LinkedIn unterwegs, schreiben da ihre Beiträge, ihre Artikel, sind in Gruppen aktiv. Und dementsprechend gibt es eben, seht ihr oben den Link in LinkedIn, auch eine Gruppe dazu.
weiß gar nicht mehr, wo das herkam, kam, glaube ich, auch ein 2017er Mugathon, eine Gruppe auf Facebook auch noch. Ich muss gestehen, ich bin mittlerweile gar nicht mehr auf Facebook, habe mir aber sagen lassen, da passieren auch noch Dinge. Also eine Facebook-Gruppe zu Corporate Learning haben wir auch noch und in Xing die Gruppe gibt es natürlich auch noch. Da wird auch Karl-Heinz nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, wie man sich das vielleicht für sich einrichten und auch aussuchen kann. Neu, aber auch nicht ganz neu, ist das Thema Telegram. Wir hatten im MooCamp 2017, also Mugathon 2025, im Jahr 2017, haben wir als Auslauf von dem MOOC einen Hackathon gemacht, 2 Tage. Und um uns da zu koordinieren für den Hackathon, haben wir einfach als Chatgruppe, so ähnlich wie ihr das vielleicht vom Sportverein mit WhatsApp oder Slack oder so kennt, eine Telegram-Gruppe eingerichtet. Telegram ist so ein sicherer Messenger, also ihr gebt eure Daten dann nicht an Facebook, wie das bei WhatsApp der Fall ist, sondern die sind einigermaßen in sicheren Händen. Und dementsprechend haben wir dann nach dem Hackathon, da ist die Gruppe so ein bisschen vor sich hingedümpelt, eingeschlafen. Und dann haben wir die aber zum nächsten Barcamp quasi wieder reaktiviert und haben die da genutzt und haben dann am Ende von dem Barcamp in Koblenz auch gefragt, ob wir die beibehalten sollen. Und da war quasi einhellig die Meinung, dass wir die Gruppe beibehalten und nutzen die jetzt eben generell während des Jahres zum Austausch in der Community, Ankündigung von Terminen, Posten von Links, all solche Dinge, aber jetzt eben auch rund um so Veranstaltungen. Man sieht hier oben rechts im Eck, weiß nicht, ob man das bei der Auflösung sehen kann, das sind jetzt 435 Mitglieder. Wir waren kurz vor dem MOOC-Camp, vor dem Start bei knapp 300 ungefähr, also 135 haben den Weg hierhin schon gefunden. Und ihr habt ja vielleicht am Montag auch mitgekriegt, dass wir Schwierigkeiten hatten mit dem Teams-Chat. Microsoft Teams kann ja in der Videokonferenz gleichzeitig 250 Personen aufnehmen, aber es ist wohl so, dass in den Chat nur 100 kommen. Und das heißt, dass wir da einige hatten, die gesagt haben, ich bin zwar jetzt in der Videokonferenz drin, aber ich kann den Chat nicht nutzen. Da kamen dann so Fehlermeldungen und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, wir wollen in den zukünftigen Live-Sessions einfach auch probieren, Telegram da mehr zu nutzen, auch als Chat-Kanal. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Zukunft bei den Live-Sessions ein bisschen lebendiger werden hier drin. Deswegen würde ich kurz mal zeigen, also was ihr jetzt hier seht, ist der Desktop-Client, das ist ein Windows 10 Desktop-Client. Natürlich könnt ihr, und das ist wahrscheinlich der natürlichere Weg oder der normalere Weg, Telegram auch auf dem Mobiltelefon nutzen, einfach als App. Das mache ich meistens, da ist man halt schneller sozusagen bei den Themen, aber es geht auch auf dem Desktop. Und ihr könnt hier innen drin, wenn ihr jetzt genervt seid, sozusagen die Notifications abschalten. Also das heißt, wenn jetzt gerade eine Live-Session ist und ihr sagt, das nervt mich, dass es ständig Ping macht, Notifications aus. Das geht genauso in der mobilen App, indem man oben auf den Titel der Gruppe klickt und dann kann man die Gruppe muten für 1 Stunde, 2 Stunden, glaube einen ganzen Tag oder für immer. Und wenn man die dann für 2 Stunden mutet, dann ist die Live-Session rum und dann wird es auch in der Regel in der Gruppe wieder leiser und dann geht die Notifikation automatisch wieder an. Also das vielleicht so ein bisschen zu den Medien, die wir nutzen. Bei den Folien, die wird der Karl-Heinz nachher bei der Aufzeichnung auch mit einbetten. Unten dran sind überall die Links dabei, wie ihr sozusagen schnell zu den einzelnen Gruppen und Chatgruppen kommt. Was wir auch noch gemacht haben, als wir die Umstellung hatten von dem Learning Management System in unsere Blog-Plattform, also auf die colearn.de, ist, dass wir als Diskussionssystem Discuss eingesetzt haben. Das, was ihr hier auf der Folie links als Screenshot seht, das hängt an jeder Seite unten dran, also an jedem Blog, an jeder Seite zur Auftaktwoche zum Beispiel, die zum MOOC-Camp dazugehört. Und dort könnt ihr kommentieren, dort könnt ihr auch antworten. Also das ist eine sogenannte Threaded Discussion. Martin Geisenheimer hier im Screenshot sieht man jetzt, hat hier in der Auftaktwoche in dem Blog sein Ziel formuliert, sein Lernziel. Das war ja Aufgabe diese Woche. Klammer auf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist vielleicht nach der Live-Session jetzt eine gute Gelegenheit, das zu tun. Wenn ihr dann sagt, oh, der Martin hat ja ein ganz ähnliches Ziel wie ich, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, hier auch auf Antworten zu klicken, und dann zu sagen, Martin, wir haben ein ähnliches Ziel, wollen wir nicht zusammen eine Lerngruppe machen? Dafür haben wir ja auch noch den Lerngruppenmarktplatz in dem Etherpad. Wenn ihr sagt, das ist so ein tolles Lernziel, das will ich ja auch auf Twitter teilen, könnt ihr hier auf Teilen klicken und dann bekommt ihr so die typischen Share-Felder, die man so aus den sozialen Medien kennt. Wenn ihr im Rahmen des MOOC-Camps so ein bisschen nach Working Out Loud-Philosophie ausführlicher über eure Themen und das Gelernte
sprechen, Schrägstrich schreiben wollt, sieht man hier auf der rechten Seite auch noch die Möglichkeit, dass ihr auf der colearn.de bloggen könnt. Also ihr könnt dort euren eigenen Blog führen, ne, so der Blog als Lerntagebuch, wenn man so will. Gibt es ja auch so Ansätze wie E-Portfolios zum Beispiel, wo es eigene Tools gibt wie Mahara. Ne, aber natürlich kann man auch seinen eigenen Blog als Lerntagebuch verwenden. So mache ich das für mich persönlich auch. Ne, da schreibe ich viele Dinge rein. Erstmal primär für mich. Als Nebeneffekt kann das auch noch jemand anderes lesen. Wenn ihr da einen Zugang haben wollt, schickt ihr einfach eine Nachricht an den Karl-Heinz und der richtet euch dann einen User ein für den Blog. Simon, da kommt gerade noch so eine Frage im Chat. Kann man auch eine Threema-Lerngruppe einrichten? Ja, ihr könnt alles einrichten, was ihr wollt. Wir werden es jetzt nicht tun, weil wenn man das so verzettelt, dann wird es immer ein bisschen schwierig, da dem jeweiligen Stream zu folgen. Und wir bleiben jetzt erstmal bei Telegram. Aber wer sich da noch unwohl fühlt und meint, er will eine eigene Gruppe aufmachen, das könnt ihr jederzeit. Genau, also ich habe gerade mal die Startseite aufgemacht. Ne? Da sind ja hier oben rechts die Quicklinks. Da ist auch der Lerngruppenmarktplatz verlinkt. Ne? Und jede Lerngruppe hat vollständige Autonomie, was für Tools sie verwenden. Also ihr könnt da Threema, ihr könnt Signal, ihr könnt euch per Zoom treffen, ihr könnt Mastodon machen. Also das ist einfach jeder Lerngruppe überlassen. Wir stellen quasi so eine Art zentrale Infrastruktur bereit, ne, mit der Telegram-Gruppe und dem Twitter-Stream, wo wir alles ankündigen, was es gibt, auch wenn sich was ändert. Man sieht auch da im Pad, da schreibt auch gerade schon jemand zu der letzten Lerngruppe unter 10. Aber wenn ihr sagt, da haben wir eine Threema-Lerngruppe, alle, die mitmachen wollen, schickt uns die Threema-ID, dann tragt es einfach so da ein und macht es gerne auf Threema. Da spricht gar nichts dagegen. Genau, dann haben wir noch so einen kleinen Blog zu Twitter, weil das ist natürlich wichtig, Karl-Heinz. Hashtag ja. MuCamp20. Genau. Also Twitter ist so unser Hauptkanal. Wir merken, uns folgen auch ganz viele. Also alle wichtigen Informationen in der Corporate Learning Community generell laufen zunächst mal über Twitter und dann erst danach über andere Kanäle. Aber auch nicht alles, was über Twitter läuft, kommt über die anderen sozialen Medienkanäle. Ich würde mir wünschen, dass noch ein paar mehr auch bei Twitter unter unseren Hashtags schreiben. Wir haben bei Twitter ja immer die Möglichkeit, etwas mit so einem Tag zu kennzeichnen. In diesem Falle ist es MOOCCamp20. Also wenn ihr den verwendet, dann kann man so diesen Hashtag abonnieren. Und hier rechts ist so ein Stückchen Bild zu sehen von TweetDeck. Da kann man sich so in verschiedenen Spalten all das anzeigen lassen, was unter bestimmten Oberbegriffen zu sehen ist. Also hier seht ihr zum Beispiel in der Mitte MOOCCamp 20. Alles, was dazu irgendjemand schreibt, wird hier hintereinander aufgelistet. Und wenn ihr sonst in der Corporate Learning Community schreibt, dann haben wir den Hashtag CL wie Corporate Learning 2025 und der kommt noch aus der Zeit von unserem MOOCathon, denn wir haben uns damals ja gefragt, wie soll Learning and Development 2025 aussehen und bis 2025 verfolgen wir die gleiche Idee. Übrigens auch unser Thema jetzt, Lernräume gestalten, passt gut da rein, gehört dazu, sodass wir allgemein diesen Hashtag CL2025 verwenden und jetzt speziell für dieses MOOCCamp 20. Können wir vielleicht auch kurz nochmal zeigen, vielleicht hat es der eine oder andere auch noch nicht gesehen, das Ergebnis von dem MOOCathon, wo auch jetzt unser Name herkommt, ist ja ein Wikibook geworden auf der Plattform dewikibooks.org. Wenn ihr da mal in dem Bücherregal Wirtschaftswissenschaften schaut, und dort wiederum war in dem Buch Organisationales Lernen im digitalen Zeitalter. Das ist genau dieses Buch, was da rausgekommen ist. Das sieht man hier, machen wir ein bisschen größer, die 8 Fallbeispiele, die wir im letzten MOOC hatten. Die sind da auch alle schön dokumentiert. Also da habt ihr so kompakt auf 1, 2, 3 Seiten, so wie man es von Wikipedia kennt, quasi die Woche nochmal im Rückblick. Und was Karl-Heinz gerade eben angesprochen hat, wir haben dort mit den Lernern damals sozusagen auch so eine Vision formuliert, der eben den Namen 2025 gegeben. Die hat 4 Elemente, diese Wandel von der Lernabteilung hin zum interdisziplinären Netzwerk, vom zentral gesteuerten zum selbstorganisierten Lernen, was Karl-Heinz ja gerade auch schon mit Twitter in Verbindung gebracht hat, kulturell von Wissen ist Macht zu Wissen teilen ist Macht
Und natürlich hier die Lernumgebung 2025, vernetztes Arbeiten in virtuellen und physischen Räumen. Und das ist natürlich genau das, wo jetzt das Motto auch für das MOOCamp herkommt. Ja, und zu Twitter, das hat für all diejenigen, die noch nicht dabei sind, so den Charme, dass es eine ganz niedrige Einstiegshürde hat. Und es ist eigentlich ein schöner Beginn, sich praktisch in sozialen Medien zu bewegen. Und der erste Schritt ist ja immer erstmal mitlesen, was denn andere machen. Tweets sind so eine Art Überschriften wie in der Zeitung. Man überfliegt mal schnell die Überschriften und nur bei einigen wenigen bleibt man hängen. Und bei vielen Tweets ist dann halt ein Link dabei, wo man sich dann praktisch die weiteren Informationen in einem längeren Artikel dahinter irgendwo durchlesen kann. Aber oftmals, wie beim Zeitunglesen, reichen uns ja schon die Überschriften. Die geben uns ja schon einen groben Eindruck, um was es im Moment in der Welt so geht. Und das Schöne an Twitter ist, ich kann selber entscheiden, wem ich folge. Das ist anders als bei Facebook, wo eine Freundschaft immer so ein gegenseitiges Folgen ist. Also hier kann ich nur empfehlen, sucht euch halt nur die Leute aus, die euch wirklich interessieren, denen ihr folgt. Und wenn sich eure Interessen ändern oder die Leute über was anderes schreiben, entfolgen ist ein ganz normaler Vorgang in Twitter. Dafür braucht man sich nicht entschuldigen. Und damit gestaltet man permanent so seinen sozialen Filter. Also ich vergleiche das immer so mit Redakteuren bei einer Fachzeitschrift. Wenn ich eine Fachzeitschrift lese, dann folge ich eigentlich einem Redakteur, der für mich aussucht, welche Beiträge ich lesen soll. Und bei Twitter haben wir die Möglichkeit, jetzt, ich sag mal, ganz viele Fachzeitschriften zu lesen, also ganz vielen Redakteuren zu folgen, denen ich zutraue, dass sie das Richtige, das, was sie für relevant halten, für mich dann durchlassen und weitergeben in dem Twitter-Stream. Und ihr merkt schon, wenn jetzt Leute sagen, ich lese da nur Unsinn, dann kann ich nur sagen, dann folgt man den falschen Leuten. Also das Auswählen der richtigen Leute, also das ständige Optimieren des sozialen Filters ist eine der Grundvoraussetzungen übrigens in allen sozialen Medien eigentlich. Aber bei Twitter kann man das ganz gut üben und für die, die anfangen wollen, ich würde erst mal bis mit 5, 6 Leuten, denen ich folge, anfangen. Und die findet man am besten, wenn man so einen Hashtag nimmt, wie zum Beispiel hier MOOCamp20, dann sind es schon mal Leute, die offensichtlich in einem ähnlichen Thema unterwegs seid wie ihr und sucht euch da ein paar Leute raus, die euch interessieren und fangt damit an. Es ist so ähnlich, wie wenn man in der Kneipe nur schlechte Gespräche hat, hat man die falschen Freunde. Wenn man auf Twitter nur die falschen Sachen liest, dann folgt man den falschen Leuten. Genau. So, und Twitter ist auch deshalb so leicht zu bedienen, weil man muss ja gar nicht viel schreiben. Man kann auch gar nicht viel schreiben. Früher lag es mal bei 140 Zeichen, die Grenze für einen Tweet. Jetzt sind es 280 Zeichen. Aber das heißt auch, dass man mit Twitter auf den Punkt kommen muss. Und das hat ganz viel mit Lernen zu tun. Ja, vielleicht an der Stelle noch, wir haben, oder Simon hat es vorhin schon angedeutet, wir haben damals eine schöne Einstimmung, wie man Twitter als Lernwerkzeug verwendet, gemeinsam schon mal produziert. Die gilt noch heute, die empfehlen wir euch. Ihr kriegt die Folien hinterher auch oder wir werden den Link nochmal extra reinstellen, sodass ihr euch die nochmal ansehen könnt. Das Lustige ist, Karl-Heinz, der Screenshot von der Folie zeigt, dass du exakt im gleichen Zimmer gesessen warst. Ja, genau. Bloß damals noch nicht durch Teams oder was wir hatten, irgendwie ausgegraut, der Hintergrund. Ne? Genau. Ja, vielleicht nächste Folie. Um Twitter aber richtig zum Lernen zu nutzen, ist nicht bloß das Lesen wie eine Fachzeitschrift wichtig, sondern Twitter wird erst dann so richtig ein Lerntool, wenn man selber schreibt. Und das hat damit zu tun, dass dieses Schreiben in der Öffentlichkeit mehr Konzentration erfordert. Das geht so ganz automatisch. Man will sich ja auch nicht blamieren. Also man überlegt immer so ein bisschen länger, stimmt das jetzt wirklich, was ich da twittere? Finde ich da vielleicht für einen Link, den ich damit hinten ranhängen kann? Und ich sag mal, man denkt dreimal so lange nach, als wenn man sich das nur selber in sein eigenes Notizbuch schreibt. Und dieses dreimal so lange Nachdenken ist Lernzeit.
Und deshalb kann ich Twitter wirklich nur empfehlen. Und es hat noch einen zweiten Vorteil, was mit Lernen zu tun hat. Da ich nur 280 Zeichen habe, kann ich keine Romane schreiben. Ich muss wirklich auf den Punkt kommen. Also ich muss noch ein bisschen länger drüber nachdenken und sagen, wie drücke ich das jetzt wirklich so aus, dass es eindeutig und nicht missverständlich ist. Und all dieses hilft sehr zum Lernen. Übrigens auf der anderen Seite, die, die es lesen, finden es auch gut, dass man in so kurzen Tweets gut informiert wird. So, rechts seht ihr mal so einen kleinen Auszug, wie das so auf Twitter aussieht, aber ich kann euch nur empfehlen, probiert es mal selber und alles Weitere zu Twitter erfahrt ihr in unserem Video, was ich auf der Folie davor angekündigt habe. Genau, was für Twitter gilt, kann man sagen, gilt auch für soziale Medien. Telegram haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, ist eigentlich auch offen. Also bei so Sachen wie Chat- und Messenger-Tools spricht man von sogenannten Deep-Social-Plattformen, also Plattformen, die halt nicht ganz offen im Netz stehen, sondern hinter einem Eintrittslink, in unserem Fall hinter einem offenen, also wo man eine Telegram-Gruppe nicht einfach so, eine WhatsApp-Gruppe nicht einfach so reinkommt. Bei uns kommt man einfach so rein. Aber trotzdem ist es so ein bisschen die Gruppe, die halt rund um das Thema Corporate Learning kreist, nicht ganz so offen, wie das auf Twitter der Fall ist. LinkedIn hat man schon erwähnt, da würde ich jetzt gerade mal noch umschalten, Moment. Jeder von euch, der Facebook nutzt, wird sich wahrscheinlich relativ schnell auf LinkedIn auch auskennen oder sich dort bewegen können. Im Prinzip der Kern, also hier so dieser mittlere Bereich, ist wie bei den meisten sozialen Medien ein sogenannter Aktivitätenstrom. Also da sieht man einfach die Neuigkeiten, entweder von Leuten, denen man folgt oder aus Gruppen, in denen man ist. Oder wenn jemand jetzt was gefällt, ne, man sieht hier, Caroline Köbel gefällt etwas, ne, dann sehe ich hier gleich den Beitrag. Wenn ich hier ein bisschen runtergehe, würde mich wundern, wenn da nicht irgendwo dann auch was kommt aus der Corporate Learning Gruppe, weil da im Moment so viel passiert, muss man vielleicht ein ganzes Stück nach unten. Homeoffice natürlich als Thema, also findet es auf die Schnelle nichts. Mal sind immer Karl-Heinz von dir die schönen gelb-blauen Posts mit den Ankündigungen. Na, wenn ihr quasi auf Profile von Leuten hier klickt, könnt ihr denen sehr schnell auch folgen. Also man kann sich hier vernetzen mit den Leuten, man kann ihnen aber auch nur folgen, wenn man das möchte. Das geht hier. Ne? Das bedeutet, dass ich alles von der Person in meinem Aktivitätenstrom mitbekomme, was sie schreibt, ohne mich mit ihr zu vernetzen. Das ist so ein bisschen so eine Kombination aus Facebook und Twitter. Ne? Bei Twitter gibt es ja nur das Folgen, während es bei Facebook dieses Freunde-Werden gibt sozusagen. Na, ihr seht auch hier bei mir oben in der Titelzeile, da gehen dann überall die roten Lampen an, wenn es Neuigkeiten gibt. Also wenn irgendwo was passiert ist, jetzt hier eine Mitteilung, seit ich mich das letzte Mal eingeloggt habe. Ne, da sieht man zum Beispiel, Hilge Kohler hat auch einen Beitrag, den ich in der Corporate Learning Community geschrieben habe. Und das ist vielleicht noch ganz interessant. Wie komme ich eigentlich zu dieser Gruppe? Entweder ich folge dem Link, den der Karl-Heinz auf die Folie gepackt hat, oder hier oben unter Mehr. Dort hat man, Moment, ist das Videofenster davor, eben auch die Gruppen. Dann kommt hier auf so eine Seite in LinkedIn, wo ich im Prinzip eine Übersicht bekomme der ganzen Gruppen. Und da sieht man jetzt eben schon Corporate Learning Community. Ich bin schon Mitglied, deswegen ist die hier drin. Ich könnte hier suchen nach der Gruppe auch ansonsten. Und wenn ich hier reingehe, ist es so ähnlich, wie ihr es vielleicht von Xing oder von Facebook-Gruppen auch kennt. Man hat so ein bisschen diesen Kontext der Corporate Learning Community außenrum, kann sich hier Benachrichtigungen legen und kann hier in diesem bisschen kleinen unauffälligen Fenster Diskussionen beginnen, also Beiträge erstellen, Fotos da dran, aber eben auch alles lesen, was da stattfindet. Und da tun wir die ganzen Informationen, wann sind Live-Sessions, wenn sich irgendwas ändert, die Probleme mit dem Chat und so weiter, das tun wir hier alles reinposten. Genau, ich wollte euch noch als Link-Tipp, wir haben bei uns im Wiki, so ähnlich wie wir damals auch in dem anderen Video, werdet ihr das vielleicht sehen, so eine kleine Sammlung LinkedIn und WOL, ja, weil WOL quasi auch so die Idee ist, ich vernetze mich offen und lerne mit anderen, also unter wikicognion.de/LinkedIn gibt es so ein kleines LinkedIn-Intro, die Funktionen mit den Hilfen nochmal verlinkt und für diejenigen von euch, die vielleicht in Working Out Loud Circling sind, oder gerade einen machen wollen, entlang der einzelnen Wochen, ne, jeweils für die Übung,
wie könnte ich denn in der Übung LinkedIn nutzen, um dort sozusagen mein Netzwerk zu erweitern, meine Fakten über mich in mein Profil zu schreiben, Tribes zu finden, die mit meinem Ziel zu tun haben. Also da kommt man da so ein bisschen vielleicht in die Nutzungsform von LinkedIn im Kontext des offenen und vernetzten Lernens. Das vielleicht noch als letztes Stichwort, wenn ihr, das finde ich nämlich ein ganz schönes Ergebnis auch aus dem Mookathon letztes Jahr, wenn ihr auf der colern.de seid und geht hier unter Projekte, da gibt es hier WOL CL 2025 Working Out Loud Circle. Da haben wir zu fünft, der Harald, die Antje, der Winfried, Karl-Heinz und ich. Winfried ist irgendwann ausgeschieden. Ich glaube, dann ist der Harald, nee, Harald ist oben. Da haben wir einen offenen Working Out Loud Circle gemacht. Die sind ja normalerweise immer eher privat. Und hier haben wir im Rahmen des Mookathons alle Sessions aufgezeichnet. Das heißt, hier hinter liegen überall Links, wo ihr dann Audio- und Videoaufzeichnungen jeweils findet von diesen Working Out Loud Circles. Also das ist vielleicht dann so, so kommt man an dieses Thema LinkedIn vielleicht ein bisschen ran, wenn ihr euch jetzt fragt, warum eigentlich LinkedIn zum Lernen, welche Rolle kann das spielen? Mhm. Genau. Fördern sollte selbstgesteuerte Lernen, Karl-Heinz? Ja, also das war jetzt so ein bisschen Kurzeinstimmung, wie man es machen kann. Vielleicht so als konkrete Hinweise, nehmt euch jetzt nicht vor, alle sozialen Medien ständig zu beobachten. Das überfordert jeden. Sucht euch den Kanal aus, auf dem ihr sowieso schon unterwegs seid und postet und lest dort mit, was euch jetzt so auffällt. Also mitlesen regt ja hoffentlich an, so eigene Gedanken zu produzieren und gebt die einfach in den Kanal für die weitere Diskussion und lasst euch mal überraschen, was die anderen dazu sagen. Und so aus der Erfahrung bisher, reserviert euch wirklich Zeit im Kalender. Also 4 Stunden pro Woche ist so eine Zeit, das lohnt sich in jedem Falle, mal zu sagen, ich nehme mir jeden Abend eine halbe Stunde oder auch von mir aus alle 2 Tage mal 1,5 Stunden, um mal mitzulesen, was haben die anderen so geschrieben, was könnte ich selber dazu beitragen. Natürlich sind die Live-Sessions immer montags und freitags um 13 Uhr interessant. Die werden zwar auch aufgezeichnet, aber wer bei der Live-Session dabei ist, der kann halt auch, wie hier es ja auch intensiv genutzt wird, im Chat Fragen stellen und oft antworten die anderen dann schon. Und man baut damit ja auch schon so ein bisschen sein Netzwerk auf. Das Einfachste ist immer das Kommentieren von anderen und natürlich selber neue Gedanken einzubringen, ist die nächste Stufe. Bitte probiert beides und übt euch darin, sowas auch intensiver zu machen, denn ich glaube, dieses Lernen in Netzwerken ist etwas, was wir all unseren Teilnehmern aller künftigen Learning-Sessions in den Unternehmen immer mehr nahebringen müssen und deshalb müssen wir selber erstmal Netzwerker sein und das heißt, sich im Netzwerk nicht bloß lesend zu bewegen, sondern auch aktiv zu sein. Und das MOOC-Camp ist eine sehr gute Gelegenheit dafür, das zu üben und sein persönliches Netzwerk auch weiter auszubauen. Es hat viel, finde ich, auch mit Geschmack zu tun. Ich habe gerade auf Telegram gelesen, da steht, ich finde LinkedIn so unübersichtlich. Also ich glaube, jeder hat da so ein bisschen einen eigenen Geschmack, wo so der eigene Freundeskreis ist oder was einem auch gefällt. Ich selber finde Facebook ganz schrecklich und werbelastig, andere finden das super. Ähnlich ist es mit LinkedIn, ähnlich ist es mit Xing. Also da muss jeder auch das finden, was ihm A taugt und wo ihm das Benutzerinterface taugt und vor allen Dingen auch, wo die richtigen Leute unterwegs sind. Das ist, finde ich, immer noch wichtiger. Und vielleicht auch noch als Tipp, bei ganz vielen sozialen Netzwerken sind die Apps viel übersichtlicher als die Webinterfaces. Also wenn ihr über einen Browser in LinkedIn geht, ich nutze LinkedIn eigentlich fast nie, so wie ich es euch jetzt gezeigt habe, im Browser, sondern immer über die App auf dem iPad oder auf dem iPhone. Und da ist es meist viel übersichtlicher, weil halt weniger Platz zur Verfügung steht. Okay, ich glaube, das war es jetzt erstmal von unserem Input. Gern stehen wir jetzt für Fragen zur Verfügung. Die könnt ihr entweder durch Einschalten des Mikrofons stellen oder eben im Chat stellen oder auf Telegram. Also
Ich würde gerne eine Anmerkung machen. Ich bin die Sigrun Stemmer. Ich bin heute das erste Mal dabei und ich merke gerade, dass mich das ein Stück weit sogar überfordert. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich nicht alles bisher genutzt habe oder nutzen konnte. Bestimmte Dinge funktionieren halt bei mir auch auf dem Geschäftsrechner nicht. Dann versuche ich das parallel auf dem Handy zu machen. Und ich merke gerade, dass mich das persönlich so ein bisschen an meine Grenzen bringt. Ich weiß nicht, ist das vielleicht auch ein Altersthema? Also mit Mitte 50 fühle ich mich jetzt dann nicht mehr so ganz fit wie jetzt Jungspund, der sagt, er ist damit aufgewachsen. Ich finde es aber momentan richtig klasse, dass ich die Chance habe, hier über dieses MOOC-Camp da reinzuschnuppern, was mitzubekommen und auch die Chance habe, auszuprobieren. Und dafür möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Also ich würde darauf antworten, es ist durchaus ein valides Lernziel, jetzt auch in der Veranstaltung, obwohl das Oberthema Lernräume heißt, zu sagen, man will für sich mal rausfinden, welche Rolle soziale Medien für einen selber als Lerntool spielen können und das als Ziel auch so zu formulieren. Und das Ergebnis ist völlig zulässig. Das ist nicht mein Stil, also das taugt für mich nicht. Dann hat man es ausprobiert. Ne, am Ende ein bisschen übertragen, deswegen haben wir den Titel ja auch gewählt, Lernräume offline, online und hybrid. Ist ja sowas wie Twitter oder ein Messenger auch eine Art von virtueller Lernraum. So wie in einem Seminarraum finden da Gespräche statt. Man trinkt einen Kaffee zusammen, man kriegt einen Input. Also am Ende ist das ja auch ein Lernraum. Also das ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, du nimmst dir jetzt die Wochen, um genau das rauszufinden. Und ich kann gleich ergänzen, mit dem Alter hat es nichts zu tun. Ich glaube, ich bin deutlich älter als du. Das beruhigt mich jetzt wieder, dass es mit dem Alter nichts zu tun hat. Ja. Ich habe also auch beruflich gerade die Herausforderung. Ich bin Trainer und Coach. Ich arbeite in einer Personalentwicklung. Und das, was ich bisher alles immer in Präsenz gemacht habe, steht natürlich jetzt in Zeiten von Corona an, ganz viel halt über Homeoffice zu machen. Und natürlich bin ich auf Facebook, auf LinkedIn und Xing unterwegs, aber ich habe es bisher überhaupt nicht unter dem Aspekt abgespeichert gehabt, den ihr jetzt ansprecht, zu sagen, hey, das kann Lernraum sein, ich kann das dafür nutzen und das hat mir jetzt einfach nochmal einen neuen Blick auch eröffnet. Ich kenne eine Lernplattform, da mache ich gerade eine E-Tutoren-Ausbildung, um genau dieses Lernen in virtuellen Lernräumen so ein bisschen zu üben. Aber das ist nochmal was anderes, habe ich gerade so das Gefühl, als wenn ich jetzt sage, ich mache es über Twitter oder LinkedIn. Also ich bin jetzt ja, echt sehr gespannt. Man könnte so eine Matrix aufmachen und sagen, du hast physische Lernräume und virtuelle und du hast formelles Lernen und informelles. Ne, und da, wo du jetzt vielleicht in der Firma sagst, der Seminarraum mit einem Trainer und einem Lehrziel, das ist so ein formeller physischer Lernraum und ein LMS, wo ich ein Curriculum abarbeite, ist halt ein virtueller, aber formeller Lernraum. Ne, und genauso habe ich das halt online auch, sowas wie Twitter oder jetzt auch so ein MOOC, ist halt ein virtueller, aber sehr informeller Lernraum, also wo es keine Prüfungen gibt und keine oder wenig Didaktik, eher Impulse. No, und ich denke, diese Matrix sozusagen physisch, virtuell, formell, informell, das ist was, was jeder Trainer, Personalentwickler, Wissensarbeitsgestalter in Zukunft im Portfolio haben sollte. No? Und zu den anderen Themen gibt es einfach schon sehr viel. Deswegen haben wir uns, auch wenn wir da im 2017, Karl-Heinz, wenn dich erinnerst, viel Kritik gekriegt haben, dass man so ein MOOC ja auf keinen Fall außerhalb von dem LMS machen kann, bleiben wir da trotzdem standhaft und nutzen quasi das offene Web als Plattform. Ja, und das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Vielleicht sollten wir ein paar Fragen noch aufgreifen. Da fragt Carina, die 4 Stunden sollen für das Lesen und Kommentieren sein oder für das Lernziel? Also 4 Stunden jede Woche für Lesen und Kommentieren. Du musst jetzt nicht 4 Stunden extra für das Lernziel verwenden. Aber es wäre klug, sich vorher so mal zu überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Und das ist so die Frage nach dem Lernziel. Dann so Fragen, wie komme ich zu dem Marktplatz, um Lernziel-Mitstreiter zu finden? Simon, vielleicht können wir noch mal kurz erläutern, wie man zu diesem Pad kommt, wo man sich eintragen kann. Genau, also was wichtig ist, gerade wenn man so verteilt im Netz arbeitet, sind quasi immer Anlaufstellen, wo ich immer wieder zurückkomme. So, man könnte sagen, die Homebase, wenn man es Englisch sagen will. Und das haben wir so gemacht, dass ihr auf der einen Seite, wenn ihr auf der colearn.de seid, also auf der Webseite der Corporate Learning Community, über Projekte, Corporate Learning MOOC Camp zu der Einstiegsseite kommt.
Gleichzeitig haben wir hier aber rechts in der Seitenleiste, das haben wir MuCamp 2020 Quick Links genannt, die fünf wichtigsten Links, die man braucht. Die sehe ich im Moment nicht. Wir sehen im Moment. Ja, ich sehe gerade, ich share die falsche. Ja. So, jetzt hat er. Also nochmal in Kurzform, jetzt müsstet ihr die Kohle anziehen. Ja. Genau, hier unter Projekte, der erste Eintrag ist das MuCamp. Und hier ein bisschen weiter unten gibt es die MuCamp 2020 Quicklinks. Die Startseite hier ist die gleiche wie die oben verlinkt. Für die, die noch nicht drin sind, hier geht es zum Anmeldeformular. Das müsst ihr nicht, weil ihr seid schon in der Videokonferenz, dann habt ihr es schon gemacht. Dann gibt es den Infrastrukturblock, wo nochmal alles erklärt ist, was wir nutzen, welche Elemente wir nutzen. Der Link zur Telegram-Gruppe und hier ganz unten ist der erwähnte Lerngruppenmarktplatz, ne, wo wir hier oben so eine Suche-Biete-Sektion haben, ne, wo ihr euch einfach eintragen könnt, wenn ihr eine Lerngruppe anbieten wollt oder eine an einer teilnehmen wollt. Und unten, wenn sich eine Lerngruppe gefunden haben, dann kopiert man das von oben einfach runter in die laufenden Lerngruppen und dann eben den Link dazu. Wir haben versucht, an den ganzen Seiten immer auch so Rückwärtslinks hinzubauen, also hier oben im Einleitungssatz. Ne, wenn ihr hier wieder klickt, landet ihr sozusagen wieder auf der kolern.de auf der Startseite des MuCamps. Also kolern.de sich vielleicht oder auch diese Seite hier mit dem Start zu bookmarken im Browser ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, ne, weil hier quasi wochenweise jetzt auch die Links kommen. Ne, man sieht jetzt, hier ist die Auftaktwoche verlinkt. Also dann hat man hier den Ablauf dieser Woche. Wir sind jetzt gerade in der Session hier. Am Freitag um 13 Uhr werden wir dann die Seite verlinken. Also das heißt, ab dann habt ihr auch Zugriff auf das Programm der nächsten Woche und so weiter. Das ist eine Seite, die ganz gut ist, sich zu bookmarken. Was wir auch noch machen, das seht ihr vielleicht hier, in dem Telegram-Messenger pinnen wir immer oben den Link zur jeweiligen Woche. Also wenn ich jetzt hier bei den Pinned-Messages hier draufklicken würde, dann lande ich direkt hier bei dem Post, klicke hier und lande quasi auf der Seite zur Auftaktwoche und sehe direkt, was die Woche ansteht. Geht in der Telegram-App genauso. Dann wird in der Telegram-Gruppe nochmal gefragt nach der schönen Übersicht, Simon, von dir, wie man mit Working Out Loud und LinkedIn zurechtkommt. Den Link können wir nochmal hinterher in die Aufzeichnung geben. Ne? Genau, ich habe hier schon, Moment, hier den Post auf die Antwort von der Margarete. Das sind die zwei Links und der erste davon, das ist sozusagen dieser LinkedIn-Eintrag und da ist es ab hier quasi die Sektion. Also ist schon in der Telegram-Gruppe. Wunderbar. Also geht in die Telegram-Gruppe, da findet ihr es jetzt schon. So, was haben wir sonst noch für Fragen? Gibt es noch Fragen, die ihr per Mikrofon stellen wollt? Ja, ich habe noch eine. Also zunächst mal an Sigrun, also auch von meiner Seite aus. Ich glaube, ich bin ungefähr im gleichen Alter wie Karl-Heinz. Das hat nichts mit Alter zu tun. Sehr schön. Das muss einfach Spaß bringen und an euch beide einfach ein Kompliment. Ich finde diese offene Plattform viel, viel besser, als jetzt nur auf eins zu konzentrieren. Also so ist einfach viel spannender und man hat ja mehrere Geräte so auf dem Schreibtisch stehen. Karl-Heinz, du wolltest noch was zu Xing erzählen. Habe ich das vielleicht verpasst oder? Ja, Xing ist bisher so unsere Hauptplattform außerhalb von Twitter. Da sind auch die meisten Leute drauf. Wir merken nur, dass praktisch der Zuwachs bei Xing praktisch nicht mehr stattfindet. Während der Zuwachs bei LinkedIn sehr viel größer ist. Also offensichtlich gibt es da im Moment so einen Bedarf von vielen, auf die andere Plattform umzuschwenken. Ich bediene Xing nach wie vor, weil ich denke, wenn da viele sind, sollten wir da auch sein. Aber das ist jetzt nur eine Frage, wie wir es aus der Zentrale sehen. Ihr könnt euch für eine Plattform entscheiden. Und das Besondere daran ist immer in diesen ganzen sozialen Medien, man darf nie den Anspruch haben, alles lesen zu wollen. Das überfordert jeden, sondern man muss einfach wie bei einer Zeitung sagen, wenn ich heute nicht dazu komme, morgen gibt es wieder neue Neuigkeiten. Ne? Also niemand liest ja nach dem Urlaub die ganzen Zeitungen, die sich dann da gestapelt haben. Und so ist es hier auch, dass man einfach mit der Lässigkeit hingeht. Wenn etwas wichtig ist, wird es mich auch morgen noch erreichen. Danke. Okay, danke. Ich habe hier mal Xing aufgemacht und geteilt. Also wenn ihr hier in Xing auf die Gruppen geht, ne? Bei mir ist jetzt, ich bin schon Teil der Corporate Learning Community, sonst könnt ihr suchen.
Ne, wenn ich hier jetzt draufklicke, ist das, was ich da sehe, ganz ähnlich wie auf LinkedIn. Also Karl-Heinz tut dann hier auch die Ankündigungen der Sessions rein. Ne, wenn ihr da Mitglied der Gruppe seid und habt dann die Xing-App zum Beispiel auf dem Handy, dann bekommt ihr das ganz genauso mit. Ne, Karl-Heinz, ich fand das wichtig, was du gesagt hast, man kann nicht alles mitkriegen. Ich finde, auch da ist der virtuelle Raum ein bisschen wie der physische. Wenn ich an meine Uni-Zeit zurückdenke, klar, in der Vorlesung saßen auch hunderte Leute gemeinsam und haben dem Professor gelauscht. Danach zerfällt es aber auch in kleinere Lerngruppen. Ne, mal Seminare mit 30, 40 Leuten, die dann diskutiert oder Sachen gemacht haben. Und dann aber auch in der Bibliothek Gruppen, die sich getroffen haben mit 5, 6, 7 Leuten. Das ist vielleicht vergleichbar mit der Messenger-Idee, mit Streamer von vorhin. Also wenn man jetzt so ein MOOC hat, ich denke, wir sind jetzt mittlerweile, heute früh waren wir bei 999, bei über 1000 Teilnehmern. Da darf man nicht den Anspruch haben, alles mitzulesen, was diese 1000 Leute produzieren, weil da ist man 24 mal 7 am Lesen und hat wahrscheinlich immer noch nicht alles mitbekommen. Ja. Okay, vielen Dank. Dann vielleicht nochmal ein Tipp, auch wieder zum Lernen. Ich habe so bei meinen Kunden immer mal wieder Seniorpartner und manchmal auch Vorstände und Geschäftsführer, Beiratsmitglieder, die sich doch aber schwer tun, jetzt mit diesen ganzen digitalen Medien. Und im Moment müssen sie ja ein bisschen mehr damit arbeiten als vorher. Was habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen noch, wie man die noch ein bisschen mehr begeistern kann? Denn wenn die es jetzt wirklich jahrelang versäumt haben oder einfach nicht brauchten und einmal es müssen, wie könnte man die noch mehr inspirieren dafür? Also ich glaube, das, was im Moment am meisten wirkt, ist witzigerweise so ähnlich, wie wenn man sich mal anguckt und das Manager-Magazin liest. Es fangen an, zunehmend andere Top-Manager das zu tun. Also vielleicht angefangen bei Siemens, Janina Kugel. Mittlerweile ist auch so ein Audi-Vorstand da mit auf LinkedIn oder ein Joe Käser. Ne? Also die werden so langsam an ihrem Ehrgeiz gepackt und diese Web 2.0, soziale Medien, ist ja Spielerei. Spätestens seit da auch die große Politik auf Twitter und Co. stattfindet, glaube ich, wird da zunehmend der Druck größer, dass sie einfach dort auch sein müssen. Viele dann mit dem Reflex, na, dann schreibt da halt mein Assistent für mich. Ja, also ich glaub nicht, dass jeder Account da tatsächlich auch dann von den Top-Managern selber gepflegt wird. Da gibt es einen schönen Dilbert-Comic dazu. Aber das wird doch in sozialen Medien ziemlich schnell aufgedeckt oder man merkt es auch am Schreibstil, ist das wirklich der oder ist das nicht? Und dann ist das natürlich peinlich hoch drei. Also ich glaube, dass dieses Überbandespielen, schaut mal, andere machen das auch, wäre das nicht was für uns, das ist was, was am meisten zieht aktuell. Wobei, das wäre ja auch noch so ein bisschen Druck, also was mir noch mehr gefallen würde, wenn ich ein bisschen mehr Sog aufbauen könnte. Wie kann ich die inspirieren, das wirklich mal zu probieren und mit Spaß dran zu haben? Aber guck mal, das ist ein typisches Thema für unser MOOC-Camp, denn auch die in den Lernraum zu bringen, ist ein Thema. Vielleicht bringst du die Diskussion da rein, sodass okay, wir da einfach mal gemeinsam drüber nachdenken. Ich will mal noch ein paar Fragen aufnehmen hier. Hier hat jemand gefragt, was hat es mit dem Hashtag krasse Herde auf Twitter auf sich? Ja, das war, ich weiß jetzt gar nicht, ob das im Corporate Learning 2.0 MOOC war oder erst im MOOCathon. Ich glaube, das war sogar schon Corporate Learning 2.0 MOOC. Da hatte ich in einer Live-Session mal dieses Zitat aus Ice Age gebracht. Da sagt der Sid irgendwo, wir sind eine ganz schön krasse Herde. Und das hat sich dann als Hashtag sozusagen verfestigt, wenn man so will, für eine Kerngruppe oder es gibt sogar mittlerweile einen Aufkleber, die Ultras in der Corporate Learning Community, also so ein ganz enger Inner Circle von Leuten, die halt auf fast allen Veranstaltungen sind, bei allen Events dabei sind. Also so eine Art informelle Kerngruppe. Ich weiß nicht, ob Piwi gerade nach dem Aufkleber sucht. Ja, suche ich gerade. genau, also das ist da der Hintergrund. Ich kann mal gucken, ich wollte es eh mal rausschauen, ob wir irgendwo die Stelle aus dem Video nochmal haben, wo wir darüber gesprochen haben. Wenn ja, poste ich das dann mal auf der Telegram-Gruppe. Ich fotografiere meinen ab, ich muss mal ewig, melde mich mal. Ich bin gleich wieder da. Ja. Hier sind so einige Fragen, ich habe Mail nicht bekommen, auch jetzt bei Discuss lese ich das gerade. Ja, ich weiß auch nicht, im Moment landen einige von unseren Newslettern, aber offensichtlich auch einige von den Bestätigungsmails, die ihr dann wiederum bestätigen müsstet, im Spam-Ordner. Also schaut immer auch in euren Spam-Ordner. Manchmal gibt es auch Leute, die praktisch eine Umleitung haben, weil sie im Moment nicht im Dienst sind oder so, dann landet die Mail vielleicht auch ganz woanders. Also schaut gerade in diesen Zeiten ein bisschen nach, wo die gelandet sein könnten
ohne die Bestätigung kommt man auch nicht in Discuss rein, das ist richtig. Und ohne die Bestätigung kriegt man auch unsere Newsletter nicht. Also wenn ihr jemanden kennt, der den nicht hat, gebt ihn entweder weiter, aber bitte stellt die Links, die wir im Newsletter haben, nicht ins Internet. Das haben wir am Montag ja erklärt. Wir haben im Moment ein bisschen Sorge und wir haben auch eine negative Erfahrung schon hinter uns, dass wir dort durch Bots angegriffen werden, die dann ausnutzen, dass sie einen Zugang haben. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Und insofern müssen wir diesen schwierigen Weg gehen, euch über Mails zu informieren. Wir würden es viel lieber offen ins Internet stellen. Den positiven Nebeneffekt hat, dass wir genauer wissen, wie viele Leute dabei sind, ne, weil jeder, der nicht in den Verteiler eingetragen ist, auch nicht die Videokonferenzlinks hat, außer sie werden weitergeleitet natürlich. Ich habe mal den krasse Herdesticker rausgesucht und im Bildschirm geteilt für den oder die, die gerade gefragt hat, ja. Bis Pivi ihren gefunden hat. Ich habe ihn schon schon in der Gruppe. Perfekt. Ah, wunderbar. Ja, das ist auch so schön in so einer Community. Der Simon hat sich einfach dann an die Arbeit gemacht und hat so einen Sticker kreiert. Danke, Hochachtung. Und ihr werdet merken, in dieser Community ist ganz viel Energie und es gibt ganz viele, die sich da einbringen. Und ich glaube, das ist die Atmosphäre, die wir für Lernen brauchen. Und insofern ist die Corporate Learning Community ein unglaublich schöner Lernraum. So, haben wir denn noch Fragen, die wir beantworten können? Vielleicht noch eine, weil ich bin ja das erste Mal dabei, Karl-Heinz. Und mir ist das irgendwie ab nächste Woche noch nicht so ganz richtig klar. Also was ich verstanden habe, ist, dass die Firmen, also jetzt ZF, die erste Woche intern arbeiten werden, also interne Workshops machen, an denen wir als Community nicht teilnehmen können. Und am Freitag, Das ist nicht alles offen. Nein, ist alles, was ZF macht. Sie stellen ein Beispiel vor, das sie schon mal gemacht haben und wollen mit uns darüber reden, was man sonst noch machen könnte, um ihre Ziele zu erreichen. Ne? Und so wird es in den anderen Firmen auch laufen, dass entweder schon Beispiele gezeigt werden oder Ideen gezeigt werden und die dann diskutiert werden. Also es ist nicht so, wunderbar, dass wir da irgendwo ausgeschlossen sind. Gut. Und die Links zu diesen Dingen, die kriegen wir so wie diese Woche jetzt auch zugeschickt dann jeweils. Genau, ab Freitag bekommt ihr den Link für die Links für die nächste Woche. Genau. Danke. Also ihr habt aber auch alle Links schon, weil die sind einmal verschickt worden, alle en bloc für alle 6 Wochen. Also ihr habt alle schon, ihr könnt euch im Prinzip jetzt schon die Termine Freitag 13 bis 14, Montag 13 bis 14 eintragen und am besten aus der E-Mail die Videokonferenz-Links gleich da rein, weil die werden sich nicht ändern. Okay, wunderbar, dann habe ich es verstanden. Danke. Da gibt es noch eine Frage, ich komme nicht auf die MOOC-Camp-Gruppe im Discuss. Vorsicht, es gibt keine MOOC-Camp-Gruppe in Discuss. Wir haben Discuss grundsätzlich bei unserem colearn.de-Blog als Diskussionsplattform immer unten dran. Man muss sich praktisch nur für Discuss anmelden, kurz, damit man da schreiben kann. Ich hätte jetzt auch mal noch eine Frage. Ich nutze auch Telegram gerne, aber ich habe manchmal das Thema, dass ich, wenn ich etwas dann auf meinem Handy aufmache, dass ich das lieber auf dem Computer dann hätte. Gibt es da irgendeinen Trick, das gut zu machen? Weil sonst bin da gibt es nicht nur einen Trick, sondern da gibt es einen ganz normalen Weg. Es gibt Telegram für Windows, für Mac, für Linux. Also du kannst dir entweder das Programm einfach auf deinem Rechner installieren oder du kannst Telegram auch über Webbrowser benutzen. Und das ist komplett synchron, also alles, was du gepostet hast oder was du lesen kannst in der App, siehst du in der Windows 10-Anwendung zum Beispiel genauso. Das ist das, was ich vorhin offen hatte am Rechner. Ne? Okay. Kann ich noch mal kurz teilen. Also die wilden Emojis, die man natürlich immer in den Gruppen hat, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt seht. Das hier ist die Telegram-App auf Windows 10 jetzt zum Beispiel. Und hier drin habe ich genau die gleichen Inhalte, wie ich auf dem Smartphone auch habe. Oder auf dem Tablet. Das ist relativ endgeräteunabhängig. Hier schreibt noch jemand, die lokalen Gruppen über Meetup sind leider gedeckelt. Ich weiß nicht, Heike, was du damit meinst, aber wenn du über lokale Lerngruppen redest, ja, wir haben lokale
Corporate Learning Communities, die sind aber, die haben irgendeine maximale Teilnehmerzahl, aber in der Regel kann man sich da anmelden und mitmachen. Nicht alle sind immer ganz voll. Das ist auch von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich, also je nachdem, wo die gerade stattfinden dann. Genau. Und die Termine dafür findet ihr und überhaupt die Gruppen findet ihr auf colearn.de unter Communities. Da wisst ihr, welche Gruppen es überhaupt gibt, in welchen Orten und da findet ihr auch die Ansprechpartner. Und wenn Termine stehen, stehen die oft in unserer Xing-Gruppe. Da werden die Events dargestellt. So, nochmal kurz zeigen, ne? Hier quasi auf der Seite gibt es diese Community-Übersicht und da wiederum gibt es halt die ganzen Regionen. Wobei nicht gesagt ist, dass jede Region jetzt auch speziell zu dem MOOC-Camp irgendwie Programm macht oder sich regelmäßig trifft. Ne? Das sind halt generell die Gruppen, die sich im Laufe der letzten Jahre gebildet haben, die sich regelmäßig treffen, manche einmal im Monat, manche einmal im Quartal oder alle 2 Monate. Ich weiß, im Moment machen einige, die Frankfurter, glaube ich, so ein Donnerstagscafé, wo sie sich immer austauschen. Da wird es bestimmt auch ums MOOC-Camp gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die systematisch entlang des MOOC-Camp-Programms ihr Programm auch geplant haben. Heike hat den Link gepostet zur Community in München. Ja, die ist halt gerade voll. Da stehen schon 9 auf der Warteliste. Das hängt immer davon ab, in welcher Location die sind, wie viele Teilnehmer dort maximal zulässig sind. Gerade jetzt, ja, oder im Moment ist es ja online. Also mit welchem System die das machen. Manche Systeme lassen nur 25 Teilnehmer zu. Und dementsprechend stehen jetzt schon welche auf der Warteliste, die da jetzt nicht mitmachen können. Aber das ist relativ selten. Einfach beim nächsten Mal wird es besser klappen oder auf der Warteliste probieren. Moin, okay. Ich bin... So, vielleicht eine halbe Sekunde noch. Ich bin die Claudia. Ja, wir haben noch 3 Minuten sogar. Ich bin dann heute das erste Mal dabei. Ich finde es großartig. Vielen Dank auch für eure Präsentation. Ich bin ganz begeistert. Werde mich unbedingt heute mit der Website in Verbindung setzen. Wenn ich jetzt neu bin und neu starten möchte, gucke ich am besten auch auf den Marktplatz, um einfach auch Gruppen zu finden. Oder habe mein eigenes Lernziel, mit dem ich sozusagen day by day mich inspiriere oder mich darauf fokussiere. Sind das die beiden Actions, die man so... Ja, vielleicht sogar noch besser. Ich zeige dir mal gerade, wenn du hier auf der Webseite bist, ist oben das YouTube-Logo oder mach mal noch anders. Wenn du ganz normal über diese Startseite gehst des MOOC-Camps, hat bestimmt der Karl-Heinz bei der Auftaktwoche schon die Aufzeichnung der Live-Session am Montag verlinkt. Cool. Also das heißt, hier siehst du das, worüber wir am Montag gesprochen haben und da haben wir eigentlich den ganzen Ablauf erklärt. Super. Wenn du viel spazieren gehst oder joggen gehst, dann hast du hier unter Podcast die Möglichkeit, die Audiospur der Live-Session dir anzuhören. Also wir tun alle Sessions die Audiospur ausleiten. Na, wenn du dir den Podcast abonnierst oder den YouTube-Kanal abonnierst und in Zukunft eine Live-Session quasi verpasst, kommt die automatisch auch als Aufzeichnung auf dich zu. Und das Programm der Live-Sessions finde ich, weil ich habe jetzt immer nur die 13 bis 14 Uhr Nummer gehabt. Das ist das wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau. Also du hast hier quasi bei Ablauf, also das ist diese, wenn du hier bei den Quicklinks, ne, hier auf die Startseite klickst, dann bist du hier. Und hier verlinken wir jede Woche das Programm der jeweiligen Woche. Also ab Freitag 13 Uhr ist dann das Programm für nächste Woche da und für übernächste. Okay, und wenn du hier auf so eine Woche gehst, na, Montag, Freitag ist immer fix. In manchen Wochen gibt es dann noch mehr. Manche haben vielleicht sogar jeden Tag was oder haben nochmal einen Blog mit Challenges. Das ist einfach hier dann beschrieben, was in der Woche zu tun ist. Okay, perfekt. Aber dann ist das der Film, der YouTube ist super. Das wusste ich. Ist wahrscheinlich der Einstieg. Genau. Perfekt, danke euch. Gerne. Und zu deiner Frage noch, ob du besser alleine lernst oder in der Gruppe, kannst du machen, wie du willst. Die meisten werden zunächst mal selber vorgehen, aber alleine bist du ja in der Community nicht. Wenn du mitdiskutierst irgendwo online, brauchst du nicht in irgendeiner extra Gruppe sein. Ne? Du wirst merken, entweder auf Twitter oder in Discuss entstehen Diskussionen, wo du dann ganz automatisch dabei sein kannst. Ja, ne? Großartig. Letzte Frage, bevor der Zeiger auf 14 Uhr umspringt, Karl-Heinz, der Jörg hat in Telegram noch gefragt, wie macht man das mit der Audiospur technisch? Ich weiß nicht, ich mache das immer mit FFmpeg einfach. Wie machst du das? Ich mache das mit VST, heißt das, glaube ich. Da kann man es auch ausleiten. Okay. Also ich antworte dir mal, Jörg, gleich in Telegram, wie es mit FFmpeg geht. Und Karl-Heinz schreibt vielleicht noch den VST-Weg dazu.
Sehr gut, dann würde ich sagen, 14 Uhr sind wir durch für heute. Aufzeichnung folgt im Laufe des Tages wahrscheinlich irgendwann. Heute Abend irgendwann ist er dran. Genau, wir sehen uns wieder am Freitag um 13 Uhr mit Abschlusswoche. Da werden wir mal gucken, was so in Discuss für Fragen aufgelaufen sind und versuchen, die zu beantworten und natürlich auch einen Ausblick geben auf die nächste Woche dann. Ja. In diesem Sinne. Euch und allen. Jo, danke, tschüss, dass ihr dabei wart. Bis bald. Danke. Tschüss und danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.